Alter, lass mal schauen, ob wir jetzt hier was finden. Alles gut, Hannes? Oder ist immer noch der Sonnenstich? Nee, nee, es geht schon besser. Danke dir, danke dir. Wie geht's dir? Alles cool mit der Jeanshose oder so? Oder zwickt's irgendwo? Nö, also ich finde die ist sehr bequem. Wirklich? Auch wenn du es mir nicht glaubst. Alter, kann es sein, dass ich von hier eine Polizeistation sehe? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Nee, nee, hast du schon recht. Aber die Frage ist, gut, warte mal, ich habe eine Box mit H-Klammern, aber. Oh ja, und Schraubendreher hätte ich auch. Gut, ja, wir können gucken. Vielleicht kriege ich auch endlich meine Shotgun. Oder Ja, ich vielleicht. sehe gerade, ich habe gar keine Schraubendreher mehr. Aber gut, wenn du welche hast. Drei Stück habe ich. Aber wir können ja hier noch kurz umgucken. Aber wer weiß, ob da überhaupt noch was ist. Ja, das ist was. Eine andere Geschichte, war es ja hier anscheinend. Das stimmt. Selten was zu finden. Schließlich waren die Polizeistationen auch schon dauernd leer. Okay, meine Garagen sind alle offen. Das feiere ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Wobei, ich hätte hier was. Ich hätte hier für ein Auto ein Alternator. Okay. Alternator. Kannst du ihn Aber mitnehmen? könnte ihn permanent herumtragen in der Hand. Das könnte ich machen. Aber Das bringt uns die nicht viel mehr. Frage ist, hast du Ahnung von Autos? Ich nicht wirklich. Also ich wüsste nicht, wie ich das jetzt einbauen soll. Da hast du auch wieder recht. Habe ich recht oder hast du Ahnung? Also. Außerdem haben wir bisher nur Schrottautos hier. Hier wäre sogar ein Wagenheber und es wäre sogar Benzin hier. Cool. Aber es bringt uns nicht so ein Auto. Okay, warte mal, hier scheint, die Türen sind offen. Oh, hier könnte ich aber noch das Schloss aufknacken. Nicht gut im Knacken. Ja, sind alle Im zu. Gefängnis war ich auch schon ziemlich beeindruckt, den Schlösser knacken. Ich habe hier ACP-Munition und eine Sturmhaube. Nimm die Sturmhaube immer mit, vielleicht stürmt sie irgendwann einmal, dann kann ich sie brauchen. War schon immer witzig. Du hast aber noch nie gelacht über meine Witze. Warum? Du, Hab hier eine ich kann es mir nicht M. erklären. Ja, Magazin habe ich vielleicht. Ich nehme hier Sachen mit, gar nicht brauchen kann. Draußen ist. Oh, hier ist so ein Freak. Ich höre einen Motor oder so. Kann das sein? Ich höre gerade Oder. keinen. Das. Meldet sich mein Tinnitus wieder oder was? Ich habe nur den Freak gehört. Scheint schon wieder alles leer zu sein hier. Also. Bis auf die Sachen, die verschlossen sind. Moment mal. Doch, ich höre doch was. Doch, Klingt. jetzt höre ich auch was. Es kommt näher. Das ist ein Flugzeug. Oh mein Gott. Vielleicht können die uns mitnehmen. Oder vielleicht suchen die uns. Vielleicht sind das die Bullen. Aber gar nichts drin. Warum kann ich das knacken, wenn nichts drin ist? Verdammte Axt. Jetzt habe ich meinen letzten Schraubendreher verschwendet für etwas. Nichts eigentlich. Skip, wo bist du? Oben. Ach, hier bist du. Du hast einen neuen Rucksack. Hatte der, den ich für dich besorgt habe, nicht gefallen? Oh mein Noch? Gott! Ich habe neue Stiefeln. Endlich. Du auch, ich auch. Hier wäre noch eine Gasmaske. Na, ich weiß nicht, ich komme nicht drin. Dein Hintern ist zu groß. Oh, sorry. Wo sind jetzt meine anderen Stiefeln? In meiner Hose. Das macht natürlich Sinn.
Ja, auch mal meine neuen an. Was sagst du denn zu... du hast dieselben. Mann! Footlogger, oder? Footlogger. Ja. Gott. Verdammt, wer hat schön mit demselben Humor. Nämlich gar keinen. Für manche ist es gar keiner. Für manche ist es der größte Humor der Welt. Was? Für wen? Das weiß ich doch auch nicht. Ich habe die Person nicht kennengelernt. Oh, Sardinen habe ich gefunden, Skip. Und 9mm Munition. Das ist ja herrlich. Lass mich mal schauen. Ich habe die HS9. Natürlich kenne ich mich mit Waffen gar nicht aus. Aber da ist eine 9 dabei. Ich vermute mal 9mm. Ja, Tatsache. 9mm. Jetzt bräuchte ich nur... Ich drücke ja gar nichts. Ah, ich habe jetzt zweimal eine HS9. Brauche ich halt nur ein Magazin für die HS9. M1911. Oh, ich höre wen. Also, wenn du mal ein Magazin findest für eine HS9, Skip. Ja. Ich habe hier Schrotpatronen für dich, Skip. Wenn du brauchst. Oh, cool. Hast. Hol mir nur kurz meine Pfeile wieder. Habe ich ein M für B. Alles kann. Ja. Nenn mich nicht um, bitte. Und. Das war's. Ja, okay. Jetzt kannst du auch. Okay, ich hab zwar schon welche, aber wir haben immer noch keine Pfanne. Noch nichts mit denen machen. Da brauchst du Federn noch? Eine Feder hätte ich noch. Nee, passt, Federn. Ich habe genug Pfeile. Was ist sie? Was ist mit dem Flugzeug? Weißt du das? Wo ist es? Ich glaube, ich habe es gerade gesehen. Da oben fliegt es. Tatsächlich. Da oben fliegt gleich Flugzeug da hinten. Siehst du es? Ah, aber bei mir kommt das Geräusch irgendwie von da hinten. Nein, es ist hier hinten hinter die Bäume geflogen. Doch, hinter die Bäume, sage ich ja von da hinten. Also in die Richtung, upsala. Oh, mir ist richtig warm. Ich habe fast schon wieder zu viel an. Sieh die Stiefeln aus. Nee, die sind's nicht. Ich sollte vielleicht keine Shorts noch unter diese Jeans anziehen. Vielleicht ist da eine Apotheke, Skip. Ist ganz wichtig, wir müssen da reingucken. Die ist zwar schon offen. Vielleicht haben wir Glück und finden was Brauchbares. Ich schaue oben. Oh, das sieht nicht gut aus. Alles leergeräumt hier. Noch eine Maske wäre oben, das war alles. Moment, ich habe Vitaminpillen. Ich habe hier einen Regenmantel. Mann, aber es regnet doch nicht. Oh, warte mal, habe ich hier schon reingeguckt? Ich denke nicht. Oh, cool, ich habe auch Vitaminpillen. Naja, besser als nix. Hast du hier schon reingeguckt? Oh, eine Garage, die zu ist. Yippie. Glaubst aber nicht, dass du ein ganzes Auto findest, oder? Nee, das ist nicht meine Hoffnung. Aber meine Hoffnung ist, die Tür ist zu. Vielleicht war hier noch keiner drin und ich finde irgendwas. Ach Mann, nichts. Das Brauchbare ist auch gut. Hier ist vielleicht noch Wasser. Na gut, hier könnte man Wasser trinken. Oh ja, das ist gut. Ich habe nämlich gerade ein Stück Käse gegessen. Macht der durstig? Ja, schon ein bisschen salzig, der Käse. Salziger Käse. Aber ich hasse Käse, ich hasse. Ich auch, aber ich habe nichts anderes gerade. Handschuhe. Ich meine, ich hatte auch noch Steak. Wir müssen es nur wieder braten. Ja, das habe ich auch noch. Ich habe sogar noch das von letztens, was wir gebraten haben. Bild haben. Ja, das habe ich schon verdrückt.
Oh Mann, diese Freaks, die sind überall. Das macht doch keinen Spaß mehr. Aber ich töte ihn. Ich attackiere ihn, bevor er mich attackiert. Angriff ist immer noch die beste Verteidigung. Mann! Wow, das habe ich noch schnell durchgezogen. Das war knapp. Die Ätzeler-Magie anscheinend. Weiß nicht, der war auf einmal hinter mir. Vorhin stand er vor mir, da war er hinter mir. Die Welt nicht mehr. Sollen wir eigentlich weiter? Oder sollen wir uns weiter umsehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir finden nicht viel. Oh Mann, ich habe was Gutes entdeckt. Okay. Oder? Nee, doch nicht. Was ist das? Ich habe hier 9mm Patronen. Organischer Dünger. Ja, 9mm Patronen würde ich absolut die abnehmen. Wenn. Hier, drin. Geht. Beides. Beides. Wo ist mein Skibby? Hey. Ja, da drin. Du lässt sie drin. Ich bring dir immer alles und du lässt ihm alles drin. Ja, du bist doch eh gekommen. Warum sollte ich es jetzt rausnehmen, wenn du eh kommst? Oh. Was ist denn los? Ja, weil es, wenn du ihn nicht rausnimmst und du drinnen kommst, gibt es eine Haufen Riesensauerei. Skip. Oh Gott, Heides, die Witz haben mir gefehlt, ganz ehrlich. Oh, ich hätte ja auch einen neuen Rucksack. Wenn du meinen nicht magst, mag ich deinen auch nicht mehr. Das verstehe ich. Das macht keinen Sinn. Das ist eine gute Logik. Das macht einfach keinen Sinn. Nee, ich verstehe deine Logik vollkommen. Oder ist es eher die Logik, wenn du was Neues hast, will ich auch was Neues. Ja, genau, so ist es. Ich will eine andere Farbe haben. Klingt komisch, ist aber so. So, hier wäre auch nochmal eine Zugegarage, weil du dich immer so über Garagen freust. Einmal. Einmal freue ich mich über etwas und du machst dich lustig darüber. Das finde ich nicht toll. Ja, so ist es auch nicht. Du bist leicht zu begeistern. Jetzt eine leere Flasche wäre gut. Hier sind so viele Brunnen. Karotte. Oh, ich habe endlich eine Pfanne gefunden. Toll, schönes Ding. Dann kannst du uns hier was zubereiten, was Feines. Oh ja, wir machen Pilze. Die Frage ist, kann ich die Pfanne da einfach so aufs Feuer stellen? Oder brauchen wir noch zusätzlich irgendwie einen Grill oder sowas? Wieso solltest du es nicht können? Natürlich solltest du das können. Ich verstehe nicht, warum du Grill brauchst. Die Pfanne, die hält schon sowas aus. Oder müssen nicht? Wir vielleicht mal ausprobieren, wenn wir wieder Pause machen. Ja, okay, wir haben es 14:12 Uhr. Weißt du, was ich vermisse? Was? Die Nacht. Es scheint gefühlt durchgehend die Sonne. Da hast du recht. Mal die Nacht, eine kleine Abkühlung. Es scheint auch gefühlt immer Mittag zu sein. Die Zeit vergeht hier nicht. Kennst du die Serie Lost? Ich habe davon gehört. Ich habe sie nie gesehen, aber irgendwas war da mit Zeit. Das weiß ich nicht, ob da was mit Zeit war, aber... Ich habe eine Waffentarnung. Natürlich nehme ich sie mit. Ich habe zwar keine Waffe dafür, aber... Eine Säge! Brauchen wir eine Säge? Ich habe gerade zwei solche Viecher zu mir gelockt. Okay, brauchst du Hilfe? Ja. Ja, dann komm zu mir. Oder warte, komm doch nicht zu mir. Vielleicht kann ich sie von hier wegballern. Wow, da war knapp am... hier vorbei. Ah. Oh, sehr gut. Oh, nochmal sehr gut. Gut, die Pfeile muss ich leider wieder einsammeln, weil es gehen mir sonst die Pfeile aus. Ist okay, nimm nur. Warte mal. Das sieht wichtig aus. Vielleicht hat er was Gutes einstecken. Such ihn mal.
Mein Gott, ihm ist die Kleidung vom Körper runtergepurzelt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Oh, du blutest ziemlich hart, ja, oder? Müssen wir mal ein paar Lumpen machen. Da rinnt das Blut aus dem Knie. Oh nein, aus deinem Ellbogen. Du bist verletzt am Ellbogen. Oh mein Gott. Okay, das ist immer noch. Sollte, ja, aber das sollte vorbeigehen. Aber man, das tropft richtig böse. Guck mal auf den Boden. Das ganze Blut. Kannst du mich noch sehen? Ich lauf bloß nicht ein, Skip. Ist nie wieder auf. Das wird schon. Okay. Vielleicht ein Bus hier aufs Auer. Ey, wir sind hier nicht im Gefängnis. Ich muss hier gar nicht mehr so liebkosen, oder? Ist alles gut? Wir sind hier nee, nicht mehr im... geht schon mittlerweile. Passt. Dann guck mal hier. Die Besitzer dieses Hauses hatten einen echt süßen Hund. Das ist so warm, Mann. Auch mal einen Hund. Ohoho, eine kubanische, schönes Ding. Bin glücklich. Aber nimm doch nicht die neue in den Mund. Nimm doch die alte in den Mund. Fahr gerne einen Kubaner. Ah nee, stimmt gar nicht. Du, ich erfahre immer wieder neue Sachen über dich. Nee, ich bin nur etwas durcheinander, du weißt Bescheid. Die Sonne, mir ist aber auch verdammt warm. Ich finde ja auch nichts mehr. Sollen wir nicht mal weiterziehen? Warum? Warst du schon in jedem Haus? Nein, aber es... Du willst immer weiterziehen? Ich verstehe es nicht, Skip. Du willst nur wandern. Den ganzen Tag wandern. Im Moment kämpfe ich mir, dass ich wandere. Ich habe einen Kochtopf. Ich habe wieder eine gelegt. Ich habe sogar zwei Kochtöpfe. Das freut mich für dich. Skip, wenn du vielleicht eine Suppe machen möchtest, oder? Es hört sich irgendwie für mich so an, als steht fest, dass ich kochen werde. Ja, du hast doch geschwärmt von deinen super coolen Rezepten. Du siehst übrigens... Oh, hinter dir! Oh mein Gott, oh mein Gott! Skip, komm doch rein und hilf mir! Aua, das war ich! Ich hab die nur... Oh mein Gott, der ist nicht dumm. Oh, der ist gepanzert. Das ist ein ehemaliger Bulle. Den lasse ich einfach nicht rein. Alter, ich hole ihn mir von hinten. Das wollte ich schon immer mal tun, du Bullenschwein. Oh, sehr schön gelegt. Danke, Skip. Oh. Da haben sie uns jetzt aber gut überrascht. Okay. Verletzung stecke ich weg. Boah, ich glaube, wenn wir mal an den See kommen, muss ich mal meine Kleidung waschen, Alter. Ich sehe aus. Brauchen wir hierfür nicht Seife? Keine Ahnung. Hast du Seife? Nein, habe ich nicht. Ich habe es ohne versucht. Okay, das MP5-Magazin. So, ich klatsche mir jetzt Geschmack prüfen etwas mit der Käse. Ich rauche jetzt einfach die kubanische fertig auf. Oh, hörst du? Ja, hörst du ein Auto? Ja, ganz kurz. Ich bin dort hinten irgendwo. Die fahren hier. Oh mein Gott, die locken die ganzen. Das macht nichts. Was machen die mit denen? Freaks rennen denen hinterher. Überfahren die? Ja. Was machen wir jetzt, Skip? Ich weiß gerade nicht. Sollen wir ihnen helfen? Aber eigentlich brauchen sie keine Hilfe. Ich glaube nicht, dass die wirklich Hilfe brauchen. Lass mich mal kurz schauen wegen der Blutung. Irgendwie geht die mehr, das geht nicht zurück.
Ich muss mich kurz verarzten. Warten Sie kurz. Wie fahren Sie immer noch? War das eine Frage oder? Nö, eine Feststellung. Okay. Oh, Ihr Auto hat aber ganz schön Schaden genommen. Oh, Sie sind ausgestiegen. Ach no. Das kurz. Das werde ich zerlegen. Ja, was? Ja, okay, ich will den gar nicht zerlegen. Das ist super schmuck. 80. Zerlegt. Nein, nicht ausrüsten. Gott, ich glaube, ich habe zu viel Zigarre geraucht. Das dachte ich gerade, du holst nach mir aus. Ich zerleg das ganz heftig mit der Axt. Hättest du auch von mir haben können. Alles gut, alles gut. Ich habe hier ziemlich viel einstecken. Ist zwar etwas verschmutzt, aber ich hoffe, das macht nichts. Ja, geht mir ausgezeichnet. Gut, was machen wir jetzt? Gucken wir mal dorthin jetzt da. Oder sie sind schon weg. Ah ne, hier steht er auf dem Auto. Schau. Sollen wir ihn mal zuwinken? Hallo sagen? Wir können auch einfach normal vorbeigehen und sagen gar nichts. Okay. Wir müssen so tun, als würden wir hierher gehören vielleicht. Aber müssen wir überhaupt an denen vorbei? Steht etwas komisch auf seinem Auto. Bitte, ist einfach ganz normal. Ich weiß nicht, ist das, dass die Agro auf uns werden? Einfach so tun, als würden wir hier voll hergehören. Ganz unauffällig. Na, na. Na, vielleicht ziehe ich die Sturmmaske ab. Das ist scheu aus wie ein Verbrecher. Oder wir könnten ihm das ab. Oh. Was? Hier klopft's. Hi! Da geht die Tür auf und kommt keiner raus. Das ist ein Horrorfilm, oder was? Alter, normal. Oh, jetzt kommt noch was nicht. Einmal kann man ganz schnell raus. Ja, das war er wirklich schnell. War gerade dabei, den Bogen zu spannen und dann war es vorbei. Was meine ich überhaupt in die Richtung? Wobei ist das egal. Wir müssen. Das war eigentlich ein Schneegebiet oder? Frage ich dich ja mal was, wenn du sagst, wir müssen. Oh! Das ist okay. Ich habe nichts gemacht. Ahnung, oder was war denn da jetzt? Wird's weggetreten. Hat sich kurz komisch im Kopf angefühlt. Naja, vielleicht ist ihm hart. Wie so eine Art Blitz. Blitz? Als wäre so ein Blitz durch den Kopf durchgegangen. Hattest du eine Idee? Ich habe viele Ideen, aber... Was ist deine Idee für den Typen da vorne? Welchen Typen? Wo vorne? Oh, du siehst ihn nicht. Noch schlimmer. Ich glaube, der Blitz scheint immer noch grell in dir. Hä? Du schießt bei mir ins Nix? Moment mal, da ist doch ein Zombie. Das bei Zombie? Mir nicht? Ein Freak. Ich nenne sie ab heute Zombies. Und wo war der? Ah, liegt da. Bei mir ist da nichts. Wo ist mein Pfeil? Da bei dir nichts sein, wenn alles ist. Weißt du, bei mir sind die Pfeile alle hier vorne gelandet. Von dir. Merkwürdig. Bist du sicher, dass es dir gut geht?
Oder bin ich sicher, dass es mir gut geht? Das ist jetzt eben die Frage. Wem von uns geht's? Na gut, geht's uns beiden nicht gut. Es kann sein, dass deine Thrombosen, Strumpfhosen, die du da anhast, die irgendwie die Blutzirkulation Ding, ja. Ich verstehe nicht, was du gegen diese Hosen hast. Ich muss sagen, die fühlen sich echt gut an. Wo? Wo fühlen sie sich gut an? Am Poppes zum Beispiel? Am Poppes. Stehst drauf, wenn dein Poppes schön eingequetscht ist, wird. Hm? Auch schön, geht knass so. Immer schön den Poppes quetschen. Aber auch nur, wenn es verlangt wurde. Nee? Ach, ohne Verlangen. Weißt du, früher, also im Gefängnis, in der Dusche, als du so herumgerannt bist und da so, ich will Poppes quetschen, ich will den Poppes quetschen. Da hast du so einen eigenen Song gehabt. Weißt du doch, wie der ging? Nicht mehr genau, aber ich kann mich noch erinnern. Also warum, also, Alter? Der war nicht schlecht, der war cool. Ja, und vor allen Dingen, es war eine gute Nummer. Also es kam gut an. Auch die Wachen haben mitgeklatscht. Also. Ja, auf den Poppes. Wie ging das nochmal? Vor allen Dingen auf deinen, ne? Ja, das ist gut. Also ich meine, hey, ich brauche die Bestätigung. Aber wie ging der Song nochmal? Poppes, Poppes. Poppes, Poppes, Poppes. Poppes, Poppes, Poppes. Also, so ungefähr. Nee. Gut, da war ja kein einziges Mal Poppes quetschen dabei. Ja, stimmt. Sag mal, es gibt jetzt, enttäuscht mich aber. Ja, vielleicht doch das Implantat. Poppes, Poppes, will Poppes. Poppes, Poppes, Poppes quetschen. Poppes, Poppes, quetschen. Will Poppes, Poppes quetschen. Nee, sowas aber auch nicht. Wollen wir mal kurz zur Tankstelle gucken? Können wir tun, ja. Darf schon auf Reserve hier. Vielleicht gibt's hier was Härteres als Poppes quetschen. Oh, verdammt. Was verdammt? Halt vielleicht mal. Oh, ich muss mal ganz dringend. Oh, ich geh da mal weiter, okay? Renn halt dann zu mir oder so, oder? Musst du eins oder zwei? Eins, okay. Eins nur, ja. Komisch, ich musste noch gar nicht das zweite. Ich auch noch nicht. Normalerweise wegen meiner Darmkrankheit achtmal am Tag. Das, obwohl wir so viel rumlaufen. Also normalerweise, wenn ich so in Bewegung bin, dann einmal am Tag. Mindestens achtmal am Tag wegen meiner Darmkrankheit, weil hier nichts vertrage eigentlich. Bin Reizdarm und so, ne? Also achtmal klingt sehr stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ist eigentlich ganz easy, weil es ist eigentlich hauptsächlich nur Spritstuhl, also ist nicht so heftig jetzt. Okay. Ist nicht groß anstrengend, dauert auch nicht lange, schnell draußen, es trinkt so. Aber macht die Toilette immer ziemlich dreckig, oder? Naja, es geht schon, es platschert halt schnell aus, weil du weißt ja, wie es im Gefängnis war, ne? Das funktioniert da hinten auch nicht mehr alles so, wie es sein soll. Oh Mann, jetzt wird mir einiges klar und ich dachte immer nachts im Knast, du bist achtmal pinkeln gegangen und ich dachte mir immer, was hat denn der für einen Strahl dabei, ne? Jetzt wird mir so einiges klar. Finde ich, das hat man doch immer gerochen, oder was denkst du? Ich dachte, es liegt am Essen vom Knast, also sorry. Also, wieso rennst du jetzt da? Du willst doch nur ans Geld, ich kenne dich doch, das Geld ist meins. Das Geld? Oh, ein Kunde. Er macht hier seine Runde. Jax ist zu kurz. Poppes. Ich komm klar. Ah, ich kann doch nicht schon wieder mich verarzten müssen. Da ist kein Geld drin. Oh, ich habe hier witzige... Shotgun. Witzigen Fleischsnack. Erinnert mich an früher. Im Gefängnis. Waren auch das immer sehr lecker. Würzig. Aber gehaltvoll. Hast du bestimmt schon reingeguckt, oder? Ja. Oh, hier ist nochmal ein Freak. Ich wollte doch gleich noch ein bisschen Bogen schießen. Kriegst du es hin? Ja.
noch wer? Doch, doch. Ah. Dana. Schaden habe ich hin. Mal schauen, wie gut ich schon bin im Bogenschießen. Alter, ich bin echt mies. Ah, ich hab's erwischt. Ein Problem für mich. Ob es. So, wie viele Pfeile habe ich denn? Muss kurz reparieren. Dann noch. Also, jetzt muss ich sagen, Blumenkohl sieht echt aus wie Gehirn. Also, jetzt sehe ich es das erste Mal. Oh. Das war nicht so Gemüse. Gemüse. Habe ich kurz. Oh, hier ist eine Ein-Mann-Packung Thunfischsalat. Oh. Oh nein. Was ist denn hier so blöd? Hörst du das? Ja. Ich höre so einen Typen. Mein Gott, ich höre auch einen Typen. Habe ich einen Headshot geben? Ah, ich werde immer besser mit dem Bogen. Das Lachen ist weg, oder? Yep. Yep. Was ist das? Da hinten ist der Lachende. Oh mein Gott, die sind verrückt. Sag mal, sehe ich das richtig? Hat er eine Weste um? Ja, Mann. Oh mein Gott! Wow. Oh nee. Da hat es wohl Boom gemacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah! Überall Poppes. Oh, ich höre hier noch einen. Mal lieber schnell den Bogen wieder rausholen. Und das von der Tankstelle? Nicht. Da oben steht ein Auto. Da ist er. Mann. Schönes Ding. Oh. Meine war jetzt auch schön. One hit. Ach, meine Pfeile sind ziemlich bedient, weil ich... Na gut, ich mache mir ein paar Pfeile schnell. Warte kurz. Ich will kurz gucken. Da hinten steht ein Auto. Ich kann das doch mit den Händen zu... Gott. Was machst du hier? Kann man wieder gehen? Wieso rennst du herum wie ein aufgezogenes Häschen? Weil ich gerade einen gekillt habe von den Viechern mit einem Schuss. Das hat mich jetzt irgendwie aufgeputscht. Oh, aber hier ist auch so eine Art Basis. Basis? Ja. Gerade in sich zusammenfällt, als ich ihr näher gekommen bin. Warte auf mich, Skip. Nicht, dass wir da hier Probleme kriegen. Ich sehe hier keine Basis. Ich sag ja, die ist gerade zusammengefallen, als ich ihr näher gekommen bin. Oh mein Gott, kennst du den Film Matrix? Ja. Vielleicht sind wir in der Matrix. Zweifle ich jetzt eher. Aber, okay. Das Auto ist verschlossen. Oh, das ist verschlossen. Wir können hier nichts. Echt schade, so ein hübsches Auto. Hast du recht. Wir müssen wohl weiter. Aber was ist denn hier? Hey! Ein Weihnachtsbaum? Frohe Weihnachten. Ich lass ihn stehen, ich fäll ihn nicht. Weißt du, welches Datum wir heute haben? Nee. Der frohe Weihnachten steht.
Vielleicht ist es Weihnachten. Wenn ich das wüsste, Mann. Ja. 15:30 Uhr. Beziehungsweise, nee, 15:40 Uhr. Entschuldigung. Es wird langsam später Nachmittag. Hast du irgendeine Vorstellung oder Ahnung, wo wir jetzt gerade hingehen? Wir gehen Richtung kalten Gebiet. Kalten Gebiet, okay. Ich frage mich nur, ob wir vor dem kalten Gebiet nochmal ein Lagerfeuer machen sollten oder machen wir das in dem kalten Gebiet, um noch unser Fleisch machen zu können. Moment mal, warum ist denn das kalte Gebiet auf der Karte so so gekennzeichnet? Das kalte Gebiet. Vielleicht hast du eine bestimmte Fraktion an der Macht. Das ist eh mein Verdacht, aber so finden wir es endlich mal raus. Ich meine, wir wandern schon lange genug hier rum. Vielleicht müssen wir mal jemanden ansprechen. Vielleicht wissen die sogar, was hier abgeht. Nein, mir geht es wie dir. Ich hasse es, fremde Leute zu treffen, gerade in dieser Situation, aber. Ich habe an sich nichts gegen fremde Leute. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, was hier abgeht. Sind sie für uns oder gegen uns, weißt du? Naja, das müssen wir rausfinden. Egal was ist, würde ich sagen, wir zwei halten zusammen. Aber es ist mittlerweile echt schön grün hier, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass wir mittlerweile in einer anderen Gegend sind. Irgendwie bin ich hier gemütlicher. Liegt vielleicht daran, dass es mich an die Gegend erinnert, wo ich aufgewachsen bin. Alles okay, Phoenix? Alles gut. Du sagst nichts, du kommst gerade nicht hinterher, ist alles gut. Ich habe mich nur kurz umgeguckt. Okay. Ach was. Brauch sie mir. Ja, ich muss leider ein bisschen Pause machen. Mir hat das vorhin nicht gut getan. Schönes Ding. Schmecken tun die echt gut, die Dinger, ne? Ja, aber machen dich krank. Jetzt schon? Nee, irgendwann okay. Mal. Ich wollte gerade sagen, bei mir hat es ein bisschen gedauert. Es gibt, es gibt. Wir waren hier schon ewig lang herum.
Ja, vielleicht sollten wir doch zwischendrin ein Lagerfeuer machen. So ein Lagerfeuer? So Fleisch. Oh, mein Gott, ich muss aufhören zu machen. Oh, merkst du es auch schon in der Lunge? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man schon länger sowas nicht mehr geraucht hat, aber bei mir ist es ziemlich reingehauen, muss ich sagen. Ich war ein bisschen desorientiert sogar kurzzeitig. Es geht eigentlich. Ich bin auch etwas desorientiert, aber geht eigentlich. Wenn man zwischendrin ein bisschen joggen hilft, ja, laufen hilft, komm, wir geben mal richtig Gas. Die Lunge muss man richtig wieder arbeiten, alles hier. Bis dann gleich wieder besser geht. Ja, du bist richtig schnell unterwegs. Ja klar, ich war ja früher mal Barbesitzer. Man musste immer zackig unterwegs sein als Barbesitzer. Oh, ich sehe, hier hat wer was gebaut. Oder war das schon hier? Nee, das sieht selbst gebaut aus. Das ist so improvisiert sozusagen. Ja. Weiß ich nicht, ob das so auffällig ist, wenn wir hier laufen. Aber ich möchte jetzt auch nicht langsam daran vorbei. Ja, ich glaube, ich muss langsam wieder eine kleine Pause machen, Phoenix. Ich glaube, ich habe keine Ausdauer mehr durch den Knast. Da kommst du nicht hinterher, was ist los? Mein Rucksack ist voll, bis zum geht nicht mehr, Mann. Meiner auch. Oh ne, ich muss Pause machen, tut mir leid. Oh. Ah, Mensch, Skippy, was ist denn los hier? Oh, ich dachte, das wird's. Alter. Hätte nicht gedacht, dass du so eine Schwachstelle bist. Oh, okay, Moment. Gleich geht's wieder. Ah, oh, jetzt hast du. Oh. Dass du so schnell bist, Mann. Ja, man muss schnell sein. Heutzutage, wer langsam ist, verliert. Oh nein. Shit, ich hab mir schon gedacht, irgendwie so die Wolken sehen mir komisch aus. Und vor allen Dingen, wir gehen jetzt nass ins Schneegebiet. Ja, anscheinend. Wir müssen irgendwo nochmal schauen, dass wir vielleicht ein Gebäude finden, im Gebäude wieder Feuer machen. Bevor wir wirklich ins Schneegebiet gehen, Mann. Aber ich bin noch gar nicht wieder fit, weil irgendwie nervt mich der Regen. Verstehe ich. Na komm, joggen wir halt ein bisschen. Joggen kriegst du ja wohl hin, oder? Es geht einigermaßen, ja. Aber es geht auch ziemlich bergauf, ne? Also. Wir nehmen auch die lange Kur. Dass du das auch einfach so wegsteckst. Na, ich war schon immer ziemlich sportlich unterwegs. Merk's gerade. Los, skip. Weißt du, was hilft? Nein. Song. Müssen wir singen. Poppes quetschen. Den ganzen Tag, weil ich Poppes quetschen so sehr mag. Ich liebe Poppes quetschen. Sehr, dass er schon weh tut. Wer? Dein Herz? Nein, mein Poppes. Poppes quetschen macht mir Spaß. Poppes quetschen, da gebe ich Gas und ich bin weg. Man könnte langsam meinen, dass du das in dem Knast warst und nicht ich. Nee, ich. Ah, Bruder, das hast du jeden Tag gesungen. Komisch, dass ich mich nicht dran erinnern kann. Also. Ja, du hast ja, glaube ich, einen Poppes ins Gesicht bekommen und dann Gedächtnisverlust. Ich weiß ja nicht. Der Regen hat aufgehört. Wir haben die Regenwolke überholt.
Die ist vielleicht ja, hinter gut, uns jetzt, ne? Aber es schaut gar nicht so aus, als wäre sie hinter uns. Ich verstehe das die Welt nicht mehr. Den Poppers habe ich noch mal ins Gesicht bekommen, als du vergessen hast, dass du beim Hochbett oben liegst und hast dich auf einmal unten auf mich gehockt. Also das war schon seltsam. Nee, Mann. Wir gucken. Oh, Skip, guck mal hier. Flughafen. Oh, ob wir da ein Flugzeug finden, um hier rauszukommen? Das wäre geil. Wollen wir hier hin? Wollen naja. Ja, ja. Warum nicht, Mann? Lass uns gehen. Versuchen sollten wir es. Aber lass uns das erst einmal kurz vielleicht ein Päuschen machen. Sollten hast du recht, ja. Geht daran. Vielleicht sollten wir doch nochmal hier Fleisch braten. Verstehe nicht, warum du immer Fleisch braten willst. Weil ich nicht will, dass es schlecht wird, Mann. Na gut, dann machen wir ein Feuer. So, ich hab gedacht, du platzierst einmal das Grundgerüst. Okay, Moment, mach ich. Jetzt. Fertig. Poppe. Bin ich gespannt, ob ich einfach so jetzt die Pfanne wirklich drauf legen kann. Wie du das meintest. Eine Pfanne drauf. Nee. Geht nicht. Ist wieder an. Nee. Wir brauchen dafür was. Wo ist mein Fleisch? Fleisch ist. Ja. Gut los. Hatte mein Essen schon zu? Straßenrand, das sieht doch jeder. Okay, wir brauchen aber wirklich einen Grill, sonst geht das nicht. Gut. Knotze mich da jetzt hin. Mach mal ein paar Eisen warten, bis das Fleisch fertig ist. Okay? Gute Idee, ja.